Okay, jetzt habe ich was Dummes angestellt. Herzlich willkommen zur 21. und somit auch letzten Folge von Zusi 3 zusammen mit Tobi. Tag. Ja, wir sind ein letztes Mal unterwegs hier auf der Strecke von Celle nach Hamburg Hauptbahnhof, also Hamburg-Harburg nur. Wir fahren die Strecke einmal noch gesamt ab mit dem RE2 und direkt auch weiter mit dem RE3. Und ich würde sagen, ich starte einfach direkt mal rein und labere nicht so viel hier vorneweg schon. So, da sind wir auf der Strecke. Einmal den Buchfahrplan dunkel schalten. Den hänge ich einmal hier oben hin, den Buchfahrplan. Und dann, ihr seht's, wir sind nicht in der Lok diesmal, sondern im Steuerwagen, der nicht LZB-fähig ist. Das heißt, wir haben heute wieder kompletten PZB-Spaß. Yippie! So, fangen wir los. Wir bauen ein paar kleine Mini-Ruckler. Die können uns durch nachladen. Und ihr seht, wir fahren in den Sonnenuntergang. Es ist eigentlich schon voller Sonnenuntergang, volle Dämmerung. Ihr seht auch, wir fahren 19.04 Uhr hier los. Aktuell war es 19.02 Uhr. Im Güterbahnhof in Celle soll es 19.04 Uhr sein. Und in Celle dann 19.05 Uhr sein. Jetzt gerade vom Kollegen den Zug aus Richtung Göttingen über Hannover übernommen. Und na, ruckert noch ein bisschen, aber jetzt wird es sich gleich beruhigen. Uiuiui. Ja, es ruckert am Anfang noch ein bisschen. So, 160 sind erlaubt. Hier kommt die Katze auf 150. Genau, und jetzt fahren wir einmal das, was wir in den letzten Folgen hin zu uns gefahren sind, mit den Metronomzügen, mal wieder in die komplette Gegenrichtung. Das ist ja nämlich einer der. Das ruckelt hier, unglaublich. Einer der wenigen Züge, die hier eine Linienkombination aus RE2 und RE3 haben. Das fahren jetzt RE2 bis nach Uelzen und dann als RE3. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Celle. Dort haben Sie Anschluss an die S-Linie Hannover Hauptbahnhof über Lehrte um 19.08 Uhr von Gleis 2. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Das Team des Metronom verabschiedet sich von allen Gästen, die hier aufsteigen. Auf Wiedersehen. 44 Minuten, auch ganz schön bald. Wir haben Kilometer schon mit 43. Also. Nächste Station ist Celle. So, nicht 100% ortskundig, aber das macht nichts. Wir schaffen es ja tatsächlich. Da vorne sehe ich die Bahnsteige. Also scheine ich alles richtig gemacht zu haben beim Bremsen hier. Genau, hier haben wir die bunten Bahnsteigdächer. Hier mal die C4 in die Gegenrichtung. Ja, und ich würde sagen, die Folge ist eigentlich hier perfekt dazu gedacht, dass wir nochmal jetzt im Laufe der Fahrt ein kleines Fazit und Resümee ziehen können. Was wir alles in den 21 Folgen durchlebt haben, was für Strecken wir gefahren sind und ja, wie das Ganze so geworden ist. Jetzt schöne Abschlussfolge hier nochmal. Außerdem Sonnenuntergang, also ich glaube in so einem Sonnenuntergang sind wir auch noch nie gefahren. So, der hat wieder ablenken, dass ich ein Stückchen zu weit gefahren bin. Na, geht noch, aber nicht schön. So, 6 nach oben ist Abfahrt, das haben wir noch nicht erreicht. Haben es gerade mal 5 nach oben, sind ein bisschen zu früh. Bin ein bisschen zu schnell zu gut gefahren. So, da gehen die Türen zu. Na, da habe ich zu früh. Ah, die Bremsen waren noch angelegt. Und wenn ich noch bremse, kann ich nicht beschleunigen, das ist richtig. Klingt logisch. Gut, und dann geht's los. Und dann fahren wir jetzt mal knapp 20 Kilometer bis Eschede. Weil es durch den Sonnenuntergang laufen, was wir noch
in Hamburg-Harburg dann was sehen, wenn wir ankommen. Es nicht so düster geworden ist, dass ich hier kaum noch was sehe und wir tatsächlich mal eine richtige Nachtfahrt hier in Susi hätten, ne? Weil wenn man schon direkt beim ersten Kritikpunkt, es ist nicht möglich, nachts zu fahren in Susi. Technisch schon, aber es gibt keine Szenarien, die nachts fahren. Das ist Katastrophe. Das nervt mich. Ich will nachts fahren. Das ist schlimm. Ja, aber ansonsten. Bist du nicht mal hier in dem anderen Zugsimulator, der Genau, davor war, ja. TSW 2 oder Genau. 3, eins von beiden, bist du irgendwann TSW2. nachts gefahren und dann kam plötzlich ein anderer Zug dir entgegen? Nee, das war noch früher. Das war ein Train Simulator damals. Okay. Naja, das ist auch. Das ist ja mittlerweile ein Kultclip. Wie da plötzlich mir der andere Zug entgegenkommt, ich bis heute noch nicht weiß, wieso, weshalb, warum, weil ich nichts falsch gemacht habe. Ja, manchmal passieren Dinge. Die sollten nicht passieren. Aber wie gesagt, hier Susi, nicht die schönste Grafik, aber dafür die realistischste Simulation. Auch wenn sie mich vor allem in der letzten Zeit ein bisschen zum Glühen gebracht hat vom Kopf her. Nur seit dem letzten Update. Wenn schriftliche Befehle nicht mehr ordentlich mal angezeigt werden. Und wenn ich dann mal, das hatte ich heute, ich bin heute mal ein bisschen Susi gefahren auf der Siegstrecke. Man hatte da plötzlich auch einen schriftlichen Befehl, den ich nicht lesen konnte. Und ich wusste nicht, was ich jetzt tun sollte. Also musste ich mich einfach mit 40 km/h Fahrt auf sich dran tasten und dann schauen, was denn jetzt die Realität ist. Und mir dann statt den Befehl durchlesen, anhand der Gegebenheiten, ne, dann überlegen, was denn jetzt eine Sache ist. Das war ein bisschen sehr nervig. Und jetzt auch beim Starten der Map hier gerade eben. Ne. Hab natürlich nicht mitbekommen, alles rausgeschnitten, aber. Diese Map ist so groß, dass Susi mit der nicht zurechtkommt und dann man teilweise 3 oder 4 Mal neu starten muss, wenn es ganz schlimm kommt, ehe die Map dann mal wirklich geladen hat. Ich habe auch so viele Züge unterwegs sind, dass Susi es einfach irgendwann nicht mehr schafft, die Züge zu laden teilweise und sich einfach aufhängt. Was halt auch nervig ist. Aber ich würde sagen, wir haben eigentlich gerade mit dem Feedback-Sandwich genau falsch gemacht. Es gibt diese Methode des Feedback-Sandwiches, so. Erst was Gutes, dann Kritik und dann wieder was Gutes. Wir haben dann wieder Kritik angefangen. Das kommt darauf an, wie du dieses Feedback verpacken willst. Also wenn du willst, dass es schlecht wirkt, dann kannst du natürlich auch einfach mit der Kritik anfangen. Ja, oder ich fange mit der ganzen Kritik Oder an und andersrum. haue am Ende das ganze Gute raus, sodass die Leute die Kritik einfach vergessen. Oder so. Es sei denn, die Leute schalten nach der Hälfte ab und haben dann nur die Kritik gehört. Ja, natürlich dann auch doof. Aber wer schaltet Also schon nach der bis Hälfte zum ab? Ende dran. Wer schaltet schon nach der Hälfte ab? Das ist ja unerbbar. Ja, nee, das ist. Das macht man ja. Aber abgesehen von dem ganzen Zeug, gut, Wetter ist jetzt auch nicht so gut wie in TSW 2, aber dafür ist es einfach dieser Realismus. Und wenn die schriftlichen Befehle wieder funktionieren würden wie in der vorherigen Version, dann ist dieses Spiel einfach unglaublich. Vor allem auch von der Preis-Leistung her. Ich überlege, bei Trails and World kriege ich 3 Strecken mitgeliefert. Mit dem Basisspiel. Bei Transport 2 Basispreis war 30 Euro, bei Transport 3 jetzt 45 Euro. Und dann jede weitere Strecke kostet auch genauso viel. Also nochmal 30 Euro bei Transport 2 oder jetzt bei Transport 3 45 Euro für jede neue Strecke. Das ist schon happig. Und jeder weitere Zug, jeder weitere Baureihe, die man noch extra irgendwie erwerben kann. Ich habe jetzt so für dieses Intercity-Baureihe 101-Pack, das kostet auch nochmal irgendwas zwischen 10 und 15 Euro jeweils. Also das ist schon sehr, sehr teuer. Während man hier bei Zusi, das Ganze ist halt von so einer Handvoll Leute, keinem richtig krass professionellen Entwicklerstudio, wie es bei DuckTale Games ja ist, das Ganze hier entwickelt, stetig werden die Strecken weiterentwickelt, neue Strecken kommen hinzu mit den Updates, das alles gratis. Und man kriegt diese Simulation hier für einen einmaligen Preis von, ich weiß gar nicht, ich glaube von 60 Euro sind es. Soll ich mal nachgucken? Kannst du ja mal auf Steam gucken. Ich hab Deswegen allein deswegen ist schon die unschlagbar. Und es ist halt drei. diese Realitätstiefe hier, es funktioniert alles. So, ja klar, in Transport 2 funktioniert auch vieles und man kann auch im Zug rumgehen und so, das ist, da halt eben noch die Gimmicks. Während. Da ist es halt eben mehr so das Feature auch, dass es schön für die ganzen Leute interessant ist. Hier so einfach wie dieses Zugfahren geht es halt hier darum, mit Susi. Da hat man es halt eben nicht mit
irgendwelche Baureihen, bei denen die PCB verpackt ist und die ganze Zeit im falschen PCB-Modus unterwegs sind und man nicht mehr ordentlich fahren kann. Wie es mit Susi lange Zeit auf einer Strecke war, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, ich spiele schon seit einer Weile nicht mehr. Oder dass irgendwelche PCB-Magneten nicht funktionieren, die entweder dauerhaft inaktiv geschaltet sind oder dauerhaft aktiv geschaltet sind. Und dann auch Fehler, die einfach ewig lang bekannt sind, nicht gepatcht werden, sondern hier es funktioniert halt. Und klar, das System ist zwar nicht perfekt, was halt benutzerunfreundlich ist und halt eben teilweise einfach auch beim Laden Probleme macht. Und man auch merkt, dass es vor allem beim Laden richtig krass CPU-lastig ist. Also das Laden, also vor allem von der Map hier, wenn ich das von Laptop laden lasse, diese Map hier, weil mein Laptop, der schafft das Spiel an sich zwar, weil das Spiel hat kaum Anforderungen, aber das Laden, also wenn da die CPU und der RAM nicht hoch genug sind, auf dem Laptop lädt diese Map hier ewig lange. Auf meinem PC geht's noch von den Ladezeiten, ne? Aber uiuiuiui. Ich hab mal nachgeschaut, es sind genau 60 Euro. Also 59,95. Ja, na 60 Euro. Bei Transformer 2 und 3 ist ja auch nicht 30 und 45 Euro, sondern 29,99 oder 29,95 und 44. Ich weiß bis heute nicht, was dieses Preis-Dingsbums sei. Ja, was das soll mit den 99 Cent, mit 95 Cent. Ist na, es wird billiger. Es wirkt einfach billiger. Ja, es wirkt billiger, aber es ist. Man könnte 1 Cent Münzen einfach abschaffen. Kostet die nicht irgendwie 3 Cent in der Produktion? Nee, 1,6 Cent. Und 2 Cent Münzen kosten 2,1 Cent in der Produktion. Und in einigen europäischen Ländern gibt es ja auch schon keine 1 und 2 Cent Münzen mehr. Die werden noch nicht mehr angenommen. Da sind alle Preise nur auf 5 Cent gerundet. Also ich weiß, in Finnland und in den Niederlanden zum Beispiel ist es so. In Deutschland hat man da auch mal drüber debattiert. Boah, wo wir jetzt durchgelauert haben, ich habe trotzdem mitbekommen, dass hier der Bahnhof kommt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich hab nicht verpasst. Es ist schon hier eine grandiose Höchstleistung. Aber gut, vom Abfluss hier kann ich auch nur das Beste am Tag legen. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, in den nächsten Halt wirst du sowas von verhauen. Ich bin jetzt hier gerade schon wieder ein Stück zu weit gefahren. Eieiei. Ja, die erste Tür hat mich verkackt. Ja, es ist dann. Also, das Witzige ist, wenn ich so einfach nur fahre, dann treffe ich den Bremspunkt immer relativ gut. Aber wenn ich rede, dann bin ich so schlimm im Bremspunkt treffen, das ist unglaublich. Dann kriege ich das überhaupt nicht gut hin, abzuschätzen, wie stark ich bremsen muss und wann ich wie stark bremsen muss. Das ist ein bisschen nervig. Na Junge. So, wir steigen ein und aus. Wir haben es 15. Oh, wir sind exakt pünktlich. Nice. Also pünktlicher geht's kaum, als wir gerade sind. Lösen, bevor ich losfahren möchte. Das würde sich immer noch anbieten, wenn ich das machen würde. So. Aber ja, um nochmal vielleicht das in einem Resümee den Vergleich zwischen beiden Spielen zu ziehen. Susi ist was für die Zugliebhaber und Zugfans, die sich auskennen im ganzen Zeug. Trains and World ist für die ganzen, Arcade-Gamer, sage ich mal. Die das Ganze jetzt nicht so 100% realistisch haben wollen, sondern einfach nur eine schöne Zugsimulation haben wollen, in der sie auch ein bisschen rumlaufen können, machen können, der die Fahrgäste wirklich ein- und aussteigen und so. Und für Leute, die sehr viel Geld haben und das ausgeben wollen, wie eine neue Strecke. Während hier man wirklich diese Tiefe zum Detail hat, wenn es ums Fahren geht. Und bei Susi hat man mehr dieses Allgemeine vom Zugbetrieb, also auch mit Einsteigen, den Zug aufrüsten und so fort. Was halt hier in Susi nicht der Fall ist, aber dafür ist in Trains and World alles nur so semi-realistisch, während hier der Fokus auf das Fahren liegt und das halt eben extrem realistisch ist, das Fahren. Ich
so kann man zusammenfassen. Also, alte Spieler haben ihre Daseinsberechtigung. Nur mal eine technische Frage. Was hatten die Nummer, die rote, wie heißt denn das? Da gab es irgendeinen Namen für die rote Zahl in der Mitte, die sich bei, jetzt bei 179 ist. Wofür ist denn die? Das ist die Fahrstufe, glaube ich. Also die war ja vorhin mal auf 200, dann ist sie genau, 180 runter. Hier ist es maximal auf 200 bei dem Steuerwagen. Das variiert auch. Also es gibt Züge, die haben Fahrstufen, es gibt Züge, die sind stufenlos. Also Fahrstufen vor allem bei etwas älteren Zügen. Ne? Weil da einfach nicht, dass man stufenlos die Kraft einstellen kann, sondern dass sich das bei den Fahrstufen aufteilt. Und hier bei dem Steuerwagen, der hat halt eben 200 Fahrstufen. Ne? Der einstellt. Und umso höher die Fahrstufe ist, umso mehr Gas gibt er halt eben. Kann ich mir das vorstellen wie irgendein Getriebe? Du kannst es dir ähnlich vorstellen wie die Gänge beim Auto, aber nur ähnlich. Also. Ah. Oh. Jetzt hat er automatisch gerade runtergeregelt. Weil ich über 160 km/h war. Das finde ich interessant. Ich kann wundern, was der gerade einstellt, aber der hat automatisch runtergeregelt. So, dass er sogar hier so eine Sicherung drin hat, weil ich gar nicht darauf nachgedacht, wie schnell ich bin. Wo ist jetzt der nächste Bahnhof? Das ist unter Lüst bei 73,2. Aber noch gar nicht mal so viel, aber ein Stückchen. Ist 73,2. Das sind dann 6 Kilometer jetzt, wenn wir bei 67,4 sind. Ja. Weil wir sehen auch, das Orange wird langsam immer weniger und der Himmel wird immer weiter lila. Es wird dunkler, sagen wir es so. Krasse Sache. Ja, es ist halt Abend. Ja. Ich denke, morgens aber relativ früh, weil laut Buchfahrplan, wir waren dann am 20.06.2018, also im Juni. Dass im Juni so schnell dunkel wird? Kann doch schon ein bisschen kurz sein, das kann ich. Aber gut. So, 73,2. Das heißt bei 72,2 sind die Eisen. Mindestens. Ja. Und auch schon mal durch die Gegend. Hui. Aber es ist so. Ihre Meinung hier zu dem Zugsimulator so? Nach dem, was Sie sich über die letzten Jahre zu den ganzen Zugsimulatoren können, haben anhören durften? Ja. Ja. Also ich meine, ich sehe natürlich immer nicht alles hier scharf. Ich kann diese Displays und alles, das kann ich immer nicht lesen. Dadurch fehlt mir halt auch so ein bisschen, also Fahrgefühl fehlt mir halt allgemein, weil ich halt nicht weiß, was du alles noch so an Tasten drückst. Ja. Deshalb kann ich jetzt einfach nur sagen, kann ich halt nur was über das jetzt sozusagen zugucken. Aber du kannst uns mal gerade ganz kurz zu dem, weil du gerade meintest, du siehst die Displays nicht scharf. Ganz kurz zur Hinweis, in Transformer 2 gibt es ja nicht mal einen Display mit Bremsenaufnahmen. Nächste Station ist Unterlüst. Gerne doch. Da gibt es nicht mal ein Display mit Bremsenaufnahmen. Ja, ich weiß es ja auch nicht aus dem Kopf, also das ist ja auch schon wieder, dass wir Transformers World 2 gespielt haben. Das ist ja auch schon wieder eine ganze Weile her. Da habe ich halt keinen direkten Vergleich. Also meine unqualifizierte Meinung ist, das hier ist wesentlich interessanter, so mit den ganzen Mechaniken. Und das andere war halt einfach grafisch ein bisschen ansprechender. Ja. Wie ich ja sagte, das hier ist die Simulationstiefe mehr. Was anderes halt eben mehr für Arcade-Gamer, die halt einfach Zug fahren wollen, jetzt nicht den maximal 100%igen Realismus haben wollen, sondern eher ein schönes, anschauliches Spiel haben wollen. Ja. Ich hätte eher halten müssen, weil hier sehen wir, hier ist zwar auch noch Bahnsteig, aber der ist nicht modernisiert worden, ne? Und der ist eigentlich auch nicht geplant, dass die Leute noch dahin gehen müssen, ne? Deswegen. Ist jetzt nicht schlimm, aber auch nicht gut. Das ist eine gute Zusammenfassung. Ja, es ist nicht schlimm, aber auch nicht gut, wie ich gehalten habe. Das ist so ein klassisches, kann man machen, sollte man aber nicht. Naja, das ist halt die eine Tür nicht barrierefrei. Ja.
Entschuldigen Sie, liebe Fahrgäste, die erste Tür ist aufgrund eines Fehlverhaltens des Zugführers nicht barrierefrei. Wir entschuldigen dies und wünschen Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag. Na. Aber Türen schließen und unter das 22. Ja. Und jetzt wird's 22 und wir fahren los. Jaha. Also pünktlicher als gefühlt nur möglich. Sind wir unterwegs. So, jetzt muss ich mal runter scrollen, weil ich sehe zwar da unten noch Suderburg bei 85,5, aber ist trotzdem nicht besser, wenn ich schon mal ein bisschen weiter runter scrolle. Genau, 85,5 haben wir in Suderburg. Gar nicht weit. Und so, weißt du, was wir die ganze Zeit über vergessen haben? Die Bahnsteigansagen, für welche Richtung die Leute aussteigen sollen. Wir sind ja wieder ist mit dem wieder? Metronom unterwegs. Ne? Oh ja. Dann den Zug. Ich hab vorhin überlegt, ob ich dich das frage. Dann habe ich es aber wieder gelassen. Weil ich dachte, ja, wir sind ja nicht mehr auf solchen Strecken unterwegs. Na, jetzt wieder. Es waren die letzten zwei Folgen, waren wir nicht unterwegs. Jetzt aber wieder. Für den Grund. Das ist schon wieder zwei Wochen her. Naja. Es ist schlimm. Ich denke dann, dass du nicht zu viel beschleunigst, sondern du musst dich wieder bremsen. Naja, ich bin erst bei 120. Ja, erst bei 120. Nicht 160 darf ich fahren, ja. Ja, aber es ist in einem Kilometer wieder der nächste Bahnhof, weil ich das mitbekommen habe. 85,5, das sind noch 10 Kilometer. 85, ich habe 75,5 verstanden. Okay, alles gut, dann mache ich nichts mehr. Okay, 75,5 hätte ich schon längst bremsen müssen. Ja, eben. Aber wir sind ja keine S-Bahn. Und so nah sind die halt nicht. Wir sind eine Regional-Express immerhin. Ah, oha. Heute ist noch so ein warmer Tag. Ihr werdet das morgen sehen. Das heißt, heute ist Samstag sozusagen, wenn ihr es seht. Gestern ist es jetzt, war es halt Samstag, wo wir jetzt gerade aufnehmen. Das war jetzt sehr verwirrend, aber heute ist auf jeden Fall sehr, sehr warm. Und ja. Ich glaube, ich hole mir jetzt noch ein Eis. Bin ja, gleich wieder da. Es ist wirklich warm draußen. Da war ich schon ein bisschen unterwegs auch. Ich musste ein bisschen hin und her pendeln. Aber plötzlich unglaublich warm. Im letzten Tag immer noch relativ kalt, jetzt warm. Okay, jetzt habe ich was los angestellt. Jetzt habe ich den Richtungswender noch rausgeschmissen. Was bedeutet, dass wir nicht mehr beschleunigen können, wenn ich die Richtungswende jetzt wieder reinmache, kriegen wir sofort eine PCP-Zwangsbremsung. Und die würde ich lieber bekommen, wenn wir bereits im Stand sind, weil von 0 auf 0 runterbremsen, das tut dem Fahrgästen jetzt nicht weh, das tut nur meiner Statistik weh. Mit anderen Worten, wir können jetzt nur noch rollen und nicht mehr beschleunigen. Ne? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe einen Fahrtrichtungswender aus dem rausgehauen. Was bedeutet, wir können jetzt nicht mehr beschleunigen, ne? Und wenn ich ihn wieder rein haue, den Fahrrichtungswender, dann kriegen wir sofort eine PCP-Zwangsbremsung. Ja, das heißt, wir rollen jetzt bis Suderburg, ich bremse dann eben vor Suderburg und in Suderburg, wenn wir bereits stehen, mache ich ihn rein, dann kriege ich zwar eine Zwangsbremsung, aber das kriegen die Fahrgäste nicht mit, das tut mir nun der Statistik weh. Aber ja, das heißt, wir rollen jetzt bis Suderburg. Wir benutzen das Trägheitsgesetz. Ja. Na und die niedrige Reibung. Schienenfahrzeuge auf ihren Stahlriemen haben. Weil wenn man ein glattes Stahlrad, dass man eine glatte Stahlschiene rollt, da kann nicht viel passieren. An Reibung. Aber mit Metronom in Gegenrichtung. So, 85,5 immer noch. Ah, noch 4 Kilometer. Die schaffen wir. Auch wenn wir vielleicht dann nur auf 140 schon runter sind, aber so pünktlich wie wir es sind, sollte uns das nicht wehtun. Da jetzt ein bisschen langsamer nach vorne. So bei 152 km/h. Naja. So, ein bisschen Energie sparen. Ne? Heute ist, also gestern dann. Ach, ich höre einfach. Heute ist Earth Day, ne? Echt? Jo. Ich glaube, der hieß so. Aber irgendwie. Guck mal, vielleicht könnte ich ja was dazu erzählen.
Ist der jedes Jahr am selben Tag oder gibt es da irgendeine seltsame Regelung wie bei Ostern, dass es immer der dritte Vollmond nach dem vierten Nachmittag des sonst was ist? Zweiten Samstags im Juni. Okay. Also es ist der Samstag, der 22. April, Tag der Erde 2023. Ähnliche Fragen, was tut man am Earth Day? Naja, nicht viel anderes, als man sonst macht. Und man denkt vielleicht mal daran, dass man auch einen Planeten hat, auf den man achten muss. Nächste Station ist Sudaborg. Zählefeister, der Ausschub fährt sich in Fahrtrichtung rechts. So, diesmal läuft doch alles vorbildlich. Diesmal läuft nicht alles extrem vorbildlich. Ich hätte noch ein kleines Stückchen weiter vorfahren können, aber... Aber lieber 2 Meter zu wenig als 3 Meter zu viel. Und guck mal, hinten unser Zug steht auch noch am Bahnsteig dran, deswegen... Die Bahnsteige sind schon ein bisschen länger als unser Zug, dass wir da ein bisschen Toleranz haben. Insofern, alles in Ordnung. Ja, sag ich ja, da kam eine Zwangsbremsung, weil ich in Fahrtrichtung 2 Ebner wieder reingetan habe. Aber die Leute haben nichts mitbekommen. Es hat sich einfach nur unser gesamter Bremsluftbehälter geleert. Aber das kann den Fahrgästen egal sein, wir standen ja eh haben schon. Haben sie vielleicht ein Zischen gehört? Ja, die haben vielleicht ein Zischen gehört und dass aus der Fahrerkabine hier vorne ein Piepen kommt, aber ansonsten ne, haben die nichts mitbekommen. Und besser so, als wenn ich mitten auf der Strecke den wieder reinmache und dann erst mal mitten auf der Strecke eine Zwangspause mache und stehen bleibe und die Fahrgäste mitten im Zug halt umfallen. Mahlzeit, Kollege. Okay, es ist immer am 22. April. Okay. So, Sudaburg 29 ist Abfahrt, haben wir es 29. Die Türen sind nicht offen. Ups. Ich hab die Tür nicht aufgemacht. Ich frage mich noch, warum wir jetzt eben so lange stehen. Ich war jetzt wahrscheinlich schon alle schon wild und panisch gegen die Tür gehämmert. Warum geht die nicht auf? Wer hat doch extra gesagt, dass wir auf der Seite raus müssen. Ja, aber auf keiner von beiden Seiten geht die Tür auf. Hatte ich auch mal in Realität, da habe ich auch noch nicht so lange vor den Türen warten müssen. Die Story hätte ich glaube schon mal erzählt. Ich glaube schon zweimal. Ja. Wo ich aussteigen wollte und dann die Lokführerin die Tür nicht aufgemacht hatte und da eigentlich Fahrerwechsel war, kam aus der Kabine raus und dann hat sich so gewundert, warum wir alle da im Vorraum an den Türen stehen. Sie so, ach, die Türen hat sich wieder umgedreht und ist nochmal kurz reingerannt, um die Türen aufzumachen. So, dann können wir jetzt abfahren gleich mit 1 Minute Verspätung wahrscheinlich. Wie die Leute alle mal reingetrudelt sind endlich. Jetzt haben wir es nämlich schon 30 und 29 war Abfahrt. Na kommt, habt doch Spalt mal. Macht einfach zu die Türen. Oh Gott. Hatten genug Zeit, sich vorzubereiten. Wer nicht will, der hat schon. Ne? So, weiter geht's. Und unser nächster Halt ist dann auch schon Uelzen, wo unser RE2 hier endet. Dann seht ihr es, 19.38 Uhr kommen wir an und 20.01 Uhr ist dann wieder Abfahrt als RE3 weiter Richtung Hamburg. Aber die Zeit tun wir natürlich dann in Uelzen überspringen, einfach. Ich muss mit euch da jetzt ja nicht 20 Minuten am Bahnsteig rumstehen. So, und Uelzen haben wir dann bei 96.4. Genau. Ja. Soweit so gut. Es wird immer düsterer. Langsam fühlt sich schon fast an wie eine Nachtfahrt.
Ich finde irgendwie, ich sehe keinen einzigen Unterschied im dem Bild. Vom Himmel, vom Lichtmenge her. Ja, also bei einem anderen Szenarien war es schon mal heller gewesen, das weiß ich. Okay, wir sind schon mal bei Tag gefahren, das. Ja. Ich glaube, es wird dann gegen Ende hin ist noch stärker. Vor allem, wenn ich vielleicht nochmal 20 Minuten vorspringe. Ja, gut. In Uelzen. Da sehen wir dann den Unterschied. Und wir fahren dann ja auch nochmal ein Stückchen bis Hamburg. Deswegen. Ich sag 96,4. So, 160 km/h sind erreicht, den wir runterbremsen. Weil das kommt nicht gut an in der Statistik. Wenn ich zu schnell fahre, dann ist es auch jetzt nicht gerade erlaubt, dass ich zu schnell fahre. Was ich interessant finde, ist, das Symbol rechts neben dem Bremshebel, das ist irgendwie umgekehrt. Weißt du, also ich hätte es gedacht, bei wo viele Striche sind. Ja, beziehungsweise kommt man natürlich wie rum man das sieht, ne? Aber das weiß ich jetzt genau. Ich hätte jetzt, da ist so eine weiße Schrift daneben, neben dem Hebel. Der linke Hebel, ne? Das ist doch der Bremshebel. Ja, und das ist nicht der Bremshebel, das ist der Beschleunigungshebel. Ach so. Den ich jetzt hier gerade bewege. Oh. Umso weiter ich nach vorne mache, umso mehr beschleunige ich. Also ich nach hinten mache, umso weniger. Ja gut, dann macht das Sinn. Bremshebel sind die anderen, sind die beiden rechts. Oh. Weil der mit dem runden Knauf, das ist der die Druckluftbremse, und der mit diesem seltsamen anderen Knauf, das ist der für die elektrische Bremse. Okay. Ich habe mal wieder gezeigt, dass ich gar keine Ahnung habe. Aber jetzt ergibt es auch Sinn, warum es da vorne hin dicker wird. Ja. Nee, ich hab nämlich beobachtet. Und immer wenn du bremst, nimmst du auch Beschleunigung raus. Ja klar, die Beschleunigung läuft immer auf durch. Bin ich denn davon ausgegangen, okay, also das muss das der Bremshebel sein, weil ich auf die anderen geachtet habe. Ja, es gibt auch ziemlich Kombihebel, da habe ich hier links nur einen einzigen Hebel, mit dem ich beschleunige und bremse. Und wenn ich dann hier in der Mitte habe, ist er dann auf Null. Und wenn ich nach vorne gehe, ist er dann beschleunigen, wenn ich nach hinten gehe, ist dann bremsen. Ne? Aber bei dem hier ist es halt eben so, dass ich den getrennte Beschleunigung und Bremsung habe. Wo ist denn die nächste Haltestelle? Immer noch bei 96,4. Okay. Also ist noch ein kleines Stückchen. Sehr geehrte Fahrgäste, wir nähern uns unserem Zielbad nach Uelzen. Dort haben Sie Anschluss an die Regionalbahn 47. Ist viel los heute. Okay. Und doppelt hast du das immer. Also die Triebwagen 26. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Dieser Mitteilung werden um 20:01 weiter als Regionalexpress 3 nach Hamburg Hauptbahnhof. Das Team des Metronomen verabschiedet sich von Und ich habe zu schwach gebremst. Auf Wiedersehen. Sehr gut. Nee, nicht gut, aber. Einmal nicht schnell genug reagiert, zu schwach gebremst und direkt die PCB verpasst eine Schelle. Was fällt dir ein? Na, ja, das war's dann auch mit dem wunderschönen Lauf hier. Ja. Kommt mir irgendwie vor, als würde das öfter passieren. Oh, jetzt habe ich eine Fahrtrichtungswende rausgezogen. Kommen wir auf die Taste aus Versehen. Das ist schlimm. Für den Fahrtrichtungswender. Hast du umlegen? Nee. Das ist Gewohnheitssache. Mit W und S durch den Fahrtrichtungswender steuern, mit A und D halt eben den Beschleunigungshebel. Nächste Station ist Uelzen. Ja. Ich habe halt meine Hände, meine Hand klassischerweise auf WASD. Und dann kannst du, wenn sie aussehen, mal S drücke. Da ich dann den Fahrtrichtungshebel raushaue. Güterzug. So, das war ja gerade zwar grün-gelb,
Und Ziffer, ich gehe einfach mal 65 km/h jetzt einfach aus, bis ich fahre mal 50 km/h. Okay, nee, die gleiche ist vielleicht doch so 40. Zählfahrgestell, der Ausflug ist sich in Fahrtrichtung links. Diese Zugfahrt endet hier. Wir fahren weiter als RE3 in Richtung Hamburg Hauptbahnhof, Abfahrt 20:01 Uhr. So, kam wie gesagt doch gerade einmal noch die Durchsage hierfür. Ich habe natürlich auch wieder nicht nachgeschaut, wer diesmal die Ansagen gemacht hat. Professionell wie ich bin. Aber die normalen, die Haltestellenansagen, also die Bahnhofsansagen, die sind immer noch von Sandra und die Zugleiteransagen sind von der Person, die hier gerade eingeblendet wird mit Namen. Oder auch nicht eingeblendet mit Namen, wenn die Person vielleicht nicht genannt werden möchte. Ein bisschen eher halten können. Beim Zug ist es schon vorbei. Naja. So viel zu unserem Run hier, ne? Ja. So, es ist 20 Uhr. Es ist nochmal ein deutliches Stück dunkler geworden. Jetzt stimme ich dir auch zu. Es ist ein bisschen dunkler geworden. Und jetzt geht es für uns auch gleich schon weiter. Als RE3 Richtung Hamburg Hauptbahnhof. Ihr seht es hier, die Beleuchtung ist auch schon an in Uelzen am Bahnhof. So. Ausfahrt haben wir schon mit 60 km/h. Aber Leute wollen immer noch ein- und aussteigen. Naja, wir fahren aber erst in einer halben Minute los. Weißt du, wenn du als Reisender an den Bahnsteig kommst und dran steht, dass um 20 Uhr 1 der Zug abfährt, kannst du ja nicht wissen, dass der Zug zu dem Zeitpunkt schon seit 20 Minuten am Bahnsteig steht. Ja gut, das stimmt. Da kommst du vielleicht doch erst 19.59 Uhr oder 20 Uhr, um den Zug noch zu erhaschen. Weiß nicht, wenn ich irgendwie Zug fahre oder so, ich komme mindestens 10 Minuten vorher. Gut, dann kommt es auf den Zug drauf an. Ich will irgendwie, gerade am Hauptbahnhof oder so, ich will nicht nur 5 Minuten haben, um meinen Zug zu finden. Auch wenn es gleich das erste Gleis ist, wenn man reinkommt. Und ja, aber mir kommt es immer ein bisschen auf den Zug drauf an, weil ich kenne die Züge ja teilweise und weiß dann auch, was die Passagiermarken sind. So, es gibt zum Beispiel auch Züge bei uns in Dresden, da kann man nicht am Bahnhof Neustadt einsteigen, weil die bereits am Bahnhof Neustadt immer voll sind. Da muss man am Hauptbahnhof einsteigen, wenn man den Platz bekommen möchte. Und solche Sachen, aber ja, kommt halt drauf an. Wenn ich weiß, dass es ein Zug ist, der dem nur durchfährt, dann reicht es, wenn man 3-4 Minuten näher am Bahnsteig ist. Wenn ich weiß, dass jetzt zum Beispiel ich am Hauptbahnhof jetzt losfahre mit einem Zug, der eigentlich immer rappelvoll ist, da komme ich vielleicht mal 20 Minuten, 10 Minuten vorher, dass ich vielleicht noch einen Sitzplatz bekomme und dann lieber 10 Minuten rumsitze, als dass ich kurz vor Abfahrt komme und dann schon alle Plätze voll sind, im Zug ich nur noch stehen muss, den Rest der Fahrt. Deswegen, also immer ein bisschen zugabhängig dann. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber mir ist entfallen. Übrigens, hier ist wieder links die Abstellanlage, wo wir vor ein paar Folgen ja das Problem mit dem Rolltor hier hatten, ne? Die so durchgebrettert sind und dann einmal halt abgelaufen sind. Danach war es kein Problem mehr. Danach war es kein Problem mehr, sagen wir es mal so. Wo ich dann komplett verwirrt war, was jetzt hier los ist. Also war das gerade für ein blaues Symbol? Was für blau-weiß? Symbol? Da war gerade unten rechts in der Ecke so ein blau-weißes Symbol. Ich habe keine Ahnung. Meinst du auf der Strecke oder hier? Es war unten auf dem Boden. Da rechts ist mal so ein ähnliches, aber das war halt ein Pfeil. Also das sind Schilder, die anzeigen, also dieses, du hast ja gesehen, dieses Karo halt eben, dieses blaue Karo mit diesem weißen Karo da drinne. Das bedeutet, dass da die Oberleitung endet. Wenn du noch einen Pfeil dran solltest, eben wenn du jetzt in die Richtung abbiegst, dann endet dort die Oberleitung. Ah, okay. Und das Schild habe ich zum Beispiel, als wir da reingefahren sind, in die Abstellanlage, habe ich zum Beispiel auch komplett überfahren. Ich habe einfach gar nicht drauf geachtet, dass da so ein Schild stand. Und deswegen sind wir dann in den Abschnitt ohne Oberleitung reingerauscht. Es standen gerade ein paar Züge rum. No, das ist halt Abstellanlage. Das waren so ein paar Eis und Coradia Lind vom Eriks. Hier oben im Norden noch fertig. Ich glaube, Erik und Metronom, die gehören auch zusammen zur selben Eisenbahngesellschaft.
Metronom heißt nachdem wir diese großen Doppelstockzüge und Eriks heißen kleinen Dieseltriebwagen von denen. Irgendwie so war das, glaube ich. So. Ich gehe mal ganz fix ein Kabel. Ich will da. Jo. Unser nächster ist da in Bad Bevensen bei 109.2. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen an Bord des Metronom auf der Fahrt nach Hamburg Hauptbahnhof über Lüneburg, Winsen an der Ruhr und Hamburg-Harburg. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Bitte beachten Sie, dass alle Metronom-Züge alkoholfrei fahren. Das bedeutet, dass das Bereitstellen sowie das Konsumieren von alkoholischen Getränken auch zu dieser späten Stunde nicht gestattet ist, damit wir an Bord ein angenehmes Fahrtklima haben. Dann kommt der Angehen und wieder einen Güterzug. Und er hat eine Menge an Content aufgeladen. So, 150 haben wir schon. Genau, das ist seit 109.2. Ja, hast du auch eine Menge. Zwei Bewegungen. Aber ich hoffe, dass wir noch bis Hamburg-Harburg was sehen. Ansonsten muss ich tatsächlich mal in einer richtigen Nacht vorkommen. Ich versuche mal möglichst frühe Züge zu nehmen beim Fahren hier im Simulator, weil dann die erstens A, geringe Ladezeit haben und ich dann zweitens vielleicht noch dunkle Dämmerung habe, aber teilweise selbst wenn ich irgendwelche Züge 4 Uhr, 30 oder 5 Uhr nehme, dann ist das irgendwelche Szenarien mitten im Sommer, wo dann schon das relativ im Spiel ist. Aber hier habe ich gar nicht so eine Erinnerung, dass die Abendszenarien tatsächlich so dunkel sind auf dieser Strecke. Hast du Lampen? Am Zug? Ja, ich habe vorne mein Zugspitzensignal. Das ist auf jeden Fall ja an. Ein bisschen Licht sehen wir da vorne vom Zug auch. Und eigentlich müsste es hier auch noch eine Verstärkung der Spitzensignale, also Fernlicht oder so geben. Aber ich glaube, im Simulator ist es hier nicht umgesetzt. Ah ja. Weil in der Regel finden sich das nämlich auf der. Also, ich weiß hier bei den Doppelstockwagen, wo wir gerade drin sind, das weiß ich aus TSW 2. Da war die Lichtsteuerung nämlich auf der Wand hinter uns, nämlich. Wobei es aber auch Züge gibt, dann hier mit irgendwelchen Hebeln das haben, aber ich kann nicht hier drücken. Aber ich weiß auch nicht bei den Hebeln, was ist, weil ich nicht langzügig genug lesen erkennen kann. Scheint kein Licht dabei zu sein. Ja. Und zwar irgendwelche Schalter hier einfach rumgeklickt gerade. Was man auf jeden Fall immer machen sollte. Einfach random irgendwelche Schalter betätigen. Aber das Licht ist nicht alleine geworden. So, 109.2 haben wir auch gleich schon wieder. Kann ja schon mal auf Rollen erstellen. Die letzten 3 Kilometer kann man noch rollen, sind 2,5 Kilometer. So, 109.2. Langsam ist das Orange fast weg von mir. Ja, das ist fast weg. So, wir haben weiter grün. Und ich muss mal auch sein, immer noch. Und dann einmal platzen. Nächste Station ist Bad Bevensen. Also zumindest hat hier jemand gesagt, in 2021 sowohl Licht, Führerstandslicht als auch Scheinwerfer sind bisher in Zusiegern nicht unterstützt. Naja, dann wird es wahrscheinlich auch weiter so sein. Weil ich hätte jetzt in der Changelog für die neue Version auch nichts gelesen von, dass es jetzt das gibt. Aber wie gesagt, hier wird ja auch ständig weiterentwickelt, noch an der Engine und so fort auch. Nicht nur an den Karten, ne? Es kommen auch immer weiter irgendwelche Features hinzu. Während bei TSW, selbst wenn wir jetzt von TSW 2 zu TSW 3 gesprungen sind, an sich an der Engine sich jetzt nicht verändert hat. Außer dass die von UE 4 zu UE 5 gesprungen sind. Und an sich das einzig krasse in Funktion geändert hat, das Lichtsystem ist. Wobei auf den ganzen Strecken, die von Transport 2 zu Transport 3 portiert wurden, einfach nur. Das ist immer ein schöner, kannst du immerhin
Wenn du Transport 3 kaufst und Transport 2 Strecken hast, kannst du die Strecken immerhin mitnehmen. Das ist aber auch, glaube ich, das Mindeste bei dem Geld, was du da hinbutterst, dass du da die Strecken wenigstens übernehmen kannst. Aber da es ist das neue Lichtsystem nicht mehr unterstützt. Das neue Lichtsystem funktioniert nur auf den ganzen neuen Strecken. Deswegen, ja. Aber immer hast du wieder 45 Euro dafür ausgegeben. Nur dass jetzt die dritte Version von dem Spiel ist. So. 9 nach oben ist Abfahrt. Das haben wir auch. Also. Pünktlich unterwegs hier. Und dann ist der nächste Halt Bienenbüttel bei 118,6. Also nochmal 9 Kilometer. Oder habe ich richtig gerechnet? Ich habe gerade die Zahlen nicht aufgepasst. Wir sind aktuell bei 109,6 und ja. Bei 118,6 ist Bienenbüttel. Das ist ein 9, ja. Ja, habe ich es auch richtig gerechnet. Dann hast du fein gemacht. Ja, ich kann auch rechnen. Auch wenn ich schon teilweise das Gegenteil bewiesen habe. So. Auf geht's hier, aber langsam ist schon düster. Langsam ist düster. Langsam wird das Licht, was aus meinem Fenster reinkommt. Mehr lila als orange, ja. Ja, langsam wird das Licht, was aus meinem Fenster in mein Zimmer reinkommt, auch leicht blendend zu der Helligkeit, von der gerade auf dem Bildschirm vorzufinden ist. Natürlich gerade einfällt wegen Blenden. Ne? Das ist ja so allgemeines Gebot, so mit Fernlicht fährt man ja nur, wenn einem niemand entgegenkommt als Autofahrer. Ja. Was ich jetzt gesehen hatte, war ein Video von einem Lokführer, der mit seinem Zug halt eben auf der Bahnstrecke gefahren ist, die direkt neben der Straße herbeifuhr. Es war nachts und er wurde von seinem Autofahrer richtig krass geblendet, weil der Autofahrer hat natürlich sein Fernlicht an, weil ihm kam kein Auto entgegen, aber ihm kam der Zug entgegen. Und der Lokführer wurde extrem geblendet dadurch, durch das Auto. Also solltet ihr nachts in eurem Auto an einer Bahnstrecke vorbeifahren, euch kommt der Zug entgegen, macht das Fernlicht aus. Auch Lokführer können geblendet werden, nicht nur andere Autofahrer. Das Lokführer ist ja dem insofern nervig, dass du doch nicht die ganzen Schilder nicht sehen kannst. Gut, als Autofahrer kannst du dann auch nicht sehen, aber Lokführer hast ja noch ein paar mehr Probleme. Als Autofahrer kannst du mal bremsen. Als Lokführer wird das mit dem Bremsen so nicht so schnell was. Deswegen, ja. So, 118,6 wollte ich dann sagen. Jetzt sehe ich da gelb am Horizont. Was ist denn hier los? Ja, gelbes Signal. Bumm, trödelt da ein Zug vor mir her. Ah, schlimm, 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 schlimm. Oder? Nee. Nein, Tatsache. Was ist denn los? Ja, diese Bahnstrecke, weil ja so dicht gefahren ist, ist ja hier standardmäßig der minimaler Chaosfaktor eingestellt. Und trotzdem kriege ich jetzt hier ein Ersatzsignal. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Signalstörung. Und dieses Ersatzsignal, diese drei weißen Punkte in Form eines Dreiecks. Achso. Wolltest du eigentlich anhalten oder was war jetzt dein Plan? Nee, ich musste nicht anhalten, ich darf drüber fahren. Das wollte ich gerade erklären. Aber du musst die Taste drücken. Ich habe bekommen, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ich habe die falsche PZB-Taste gedrückt. Nee, das Ersatzsignal gilt wie ein schriftlicher Befehl zum Überfahren des haltzeigenden Signales. Nur geht der schneller halt eben als ein schriftlicher Befehl. Und wenn ich den sehe, dieses Ersatzsignal, darf ich über das rote Signal drüber fahren mit 40 km/h, während ich die Taste PZB Befehl drücke, die, wenn ich die gedrückt halte, halt eben mir erlaubt, über ein rotes Signal drüber zu fahren mit maximal 40 km/h, wenn es halt eben gestattet wurde durch einen schriftlichen Befehl oder durch ein Ersatzsignal.
Und dann gibt es auch das Vorsichtssignal, das ist nicht so ein A aus drei weißen Punkten, sondern ein V aus drei gelben Punkten. Und das bedeutet halt eben auch, dass man mit 40 km/h drüber fahren darf. Während ich bei dem Ersatzsignal jetzt auch wieder auf Fahrplangeschwindigkeit hochbeschleunigen darf, muss ich dann beim Ersatzsignal 40 km/h durchweg fahren, bis ich über das nächste grüne Signal dann drüber hinweggefahren bin. Plus mindestens 400 Meter. Plus mindestens 400 Meter, maximal meine Zuglänge. Sollte ich einen Zug haben, der länger als 400 Meter lang ist, dann müsste ich, sobald meine Zuglänge ist, noch hinter dem grünen Signal 40 km/h fahren. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich erklärt. Ja, das passt. Also, wir hatten jetzt gerade eine Signalstörung, deswegen hat der Fahrdienstleiter uns hier nicht plötzlich ein Befehl gegeben, aber der Fahrer zu mir lag, ich hatte eben diesen Ersatzsignal. So. 118,6. Das ist ja schon hier. Selbe Fahrgäste, der ausspricht sich in Fahrtrichtung rechts, aber wir fahren erstmal über den Bahnsteig hinweg und ich setze gleich einmal wieder zurück. Aber jetzt gerade gar nicht drauf geachtet habe mehr. Weil ich, oder? Boah! Ich halte sogar noch passend an. Wenn auch alle Fahrgäste im Zug hinten umfallen, weil ich halt eben eine Vollbremsung gemacht habe, also eine Notbremsung gemacht habe. Und eine Notbremsung ist ähnlich einer ist also dieselbe Bremsstärke wie eine Zwangsbremsung. So, die Harttafel ist zwar da vorne erst und ich weiß, eigentlich sind diese Harttafeln verbindlich zum Anhalten, aber wenn ich an dieser Harttafel anhalte, dann steht ja mein erster Waggon über dem Bahnsteig hinweg, also könnt ihr mich auch gerne mal in den Kommentaren aufklären, also ich weiß, diese Harttafeln sind verbindlich und wenn halt eben eine Längenanzahl drunter steht, dann muss man halt eben an der Harttafel halten, die halt eben die Zuglänge angibt oder die am kleinstwenigen über der Zuglänge drüben ist, also wenn die Meterzahl da auf der Harttafel kleiner Zuglänge kann man natürlich nicht anhalten, weil dann der Zug nicht ganz auf Bahnsteig steht. So muss dann in der nächstmöglichen halt eben anhalten, ne? Die Zuglänge beinhaltet. Und wenn es die nicht gibt, sondern nur eine einzige Harttafel am Ende des Bahnsteigs, dann muss man an der anhalten. Aber wenn ich jetzt hier halte, dann ja, wäre mein erster Waggon über den Bahnsteig hinweggeschossen. Ne? Deswegen, das soll ja eigentlich auch nicht der Plan sein. Deswegen klärt mich da mal gerne in den Kommentaren auf, wie das dann da gemeint ist und wie das da mit der Verbindlichkeit zum Anhalten aussieht. So, jetzt waren wir gerade im Bienenbüppel, jetzt muss ich wieder runter scrollen. Ja, ist ein bisschen lang heute unsere Fahrt. Wir brauchen einen sehr langen Buchfahrplan. Und unser nächster Halt ist dann Lüneburg bei 131,6, wo wir dann noch einmal 7 Minuten warten dürfen, ne? Weil uns wahrscheinlich irgendwelche Züge überholen wollen. Sind dürfen dann 7 Minuten am Bahnsteig in Lüneburg stehen bleiben. Aber gut, 131,6, noch 11 Kilometer. Da können wir noch ein bisschen fahren. So, was wir uns gut gegen. Das ist auch für kurz was aufgefallen, dass es, wenn so ein Zug entgegenkommt, dass ich da zwischendurch nochmal dachte, hä, kommt da jetzt ein Ersatzsignal? Aber nee, es ist einfach die Zugspitze eines anderen Zuges. Vor allem, wenn sie größer auf einen Zug kommt, dann ist es halt eben das, weil das macht ein Ersatzsignal natürlich nicht, das kommt nicht auf einen Zug. Dann wird er nicht größer. Was sollst du gerade sagen? Wollte ich was sagen? Ich dachte, was sagen? Ich weiß es auf jeden Fall nicht mehr. Sehr gut. Ja, ich hoffe, wir müssen 160, nicht 140 fahren. Müssen wir nochmal beschleunigen. So zögerlich muss ich jetzt auch wieder nicht fahren. Aber die Züge hinter mir, die wollen ja auch vielleicht noch, wenn ich überholen. Wenn ich schon hinter mir ins Herdrop müssen. Ja, ein Zug, keine Ahnung, wie viele Züge ich zu überholen wollen. So viele wie in 7 Minuten an mir vorbeipassen, ne? Oh. Können wir dann mal schauen.
bisschen rechts in so eine, ja, Bäume mit Büschen bepflanzten Hänge. Wenn wir mal strecken hier. Zählt das noch als V-Tal oder ist das nicht? Nee, das ist ja kein Flusstal. Kannst ja nicht jetzt irgendwelche Flusstalformen hier nehmen. Das ist ja von Menschen künstlich ausgebaggert worden. Und die Bahnstrecke nicht auf und wieder immer wieder geht, sondern möglichst gerade geht. Vor allem für schnell Verstrecken ist das vielleicht ganz sinnvoll, wenn sich dann vielleicht nicht alle 200 Meter umkehrt. Sondern die Konstante ist. Das Ganze hier ist ja mal eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, wo die ICEs mit 200 km/h drüber rauschen können. Jetzt kommt schon wieder ein Gegenzug. Ihr seht, die Bahnstrecke hier ist gut ausgelastet. Wieder ein guter Zug. So, das ist ja eine wichtige Strecke für den guten Zugverkehr. Weil wir fahren ja auch auf den Rangier Bahnhof in Maschen zu. Wo wir gelernt haben, dass der größte in Europa ist. Der größte Güterzug Rangier Bahnhof. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen demnächst Lüneburg. Dort bestehen folgende Anschlüsse: der Intercity Express 884 nach Lübeck Hauptbahnhof um 20.28 Uhr von Gleis 2 direkt hinüber. Der ICE 887 nach Wiesbaden Hauptbahnhof um 20.28 Uhr von Gleis 1. Der Regionalexpress 83 nach Hauptbahnhof um 20.30 Uhr von Gleis 5. Und der Metronom RB 31 nach Hamburg Hauptbahnhof mitgibt. Um 20.32 Uhr von Gleis 6 zur Westseite des Bahnhofs. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Das Team des Metronom verabschiedet sich von allen Fahrgästen, die hier aufschließen. Auf 40 km/h runter. Zur Information an die im Zug bleibenden Fahrgäste: dieser Zug setzt seine Fahrt nach kurzem Aufenthalt um 20.31 Uhr fort. Wahrscheinlich 60 km laufen, aber es kann man keinen Zusatz, deswegen für unsere Streckengeschwindigkeit 111 in der Ankündigung, 110 km/h, 111 km/h. So. Auch riesig hier. Ich sehe die Hektometertafel nicht, es ist so dunkel und die sind so weit weg. Es ist bei 134. So, dann haben wir noch gelb, also halt erwarten. Gut, ist ja auch klar, wenn wir jetzt auf einem Gleis hier fahren und ganz andere Züge überholen wollen, wovon ich mal ausgehe, warum sollten wir sonst hier mitten unterwegs 7 Minuten halten, ne? Dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir rotes Signal bekommen, weil wir dürfen ja nicht weiterfahren, weil wir zuerst mal überholen wollen. Nächste Station ist. Oh, was haben wir da? Steht natürlich 60 km/h, wie ich schon meinte. Aber wenn der Vorankündiger mir nur Langsamfahrt sagt und ich mir nicht ganz sicher bin, dann muss ich ja doch 40 runterbremsen. So, Lüneburg 24 ist Ankunft. Wir haben das 23. Huiuiui. Da bin ich ja wieder überpünktlich da. Verspätung wieder rausgefahren. Beziehungsweise, wenn ich jetzt hier noch, wenn ich jetzt hier in den Bahnsteig erstmal noch reindümpel mit meinem 50 km/h gerade, ich stehe, wird es dann schon 24 sein, aber. Ja. Na genau, wir kommen hier aufs Gleis 3. Das heißt, auf Gleis 2 kannst du dann noch irgendjemand überholen. Zweite Fahrgäste, der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Wir haben hier Aufenthalt. Die Weiterfahrt erfolgt um 20.31 Uhr. Wird sich niemand wundern, warum wir hier gleich stehen bleiben. Weil schaut natürlich nicht jeder in den Fahrplan rein. Weil an sich schaut man ja nur, okay, an dem Bahnhof fahre ich um die und die Uhrzeit los und an dem Bahnhof bin ich um die Uhrzeit da. Man schaut natürlich nicht noch nach, ach, an dem unterwegs halt bleiben wir noch für 7 Minuten und zwischendurch stehen. Sondern dann wundert man sich vielleicht, hä, warum fahren wir jetzt nicht weiter? Vergiss nicht, die Türen aufzumachen. Ja.
Sollte man vielleicht machen. So, da sehen wir auch schon, da hat schon jemand grün bekommen. Da wird uns gleich irgendein Zug überholen. Direkt. Hier kommt man in IC1 in die Gegenrichtung. Ah, der hält hier sogar an in Lüneburg. So. Mal sehen, wer da uns hinterher gefahren ist. Ein IC4, der durchfährt. Der IC1 ist auch wieder weg. So, jetzt wird auch rot da. Naja, wir haben noch 3 Minuten, ehe wir losfahren dürfen. Oh, das ist wieder grün. Wir haben noch ein zweiter Zug ganz vorbei. Gut, das wird doch knapp, wenn wir jetzt wir sollen in einer halben Minute losfahren. Und jetzt kommt hier noch ein ICE. Hier fährt aber die Regionalbahn noch los. Keine Ahnung, wo die hinfährt. So, wir hätten jetzt Abfahrt, aber wir dürfen nicht losfahren, weil es noch irgendein Zug überholen möchte. Ja. Mal wieder Verspätung und ich kann nichts dafür. Hier mal einen Metronom in die Gegenrichtung. Hier haben wir noch einen ICE 2. So, jetzt dürfen wir losfahren. Tür zu und auf geht's. Mit 2 Minuten Verspätung. Aber 2 Minuten, für die wir nichts können. Schließlich wollten wir ja losfahren. Wir waren ja auch pünktlich. Aber wenn der ICE Verspätung hat. Oder dass ich da noch irgendwie reinquetschen musste aus irgendwelchen Gründen. Was willst du machen? Da sind uns auf jeden Fall die Hände gebunden. So, mittlerweile ist der Himmel gänzlich lila. Wahrscheinlich einfach nur noch nach und nach immer dunkler lila. Bis dann irgendwann vom Lila ins Schwarz übergeht. So, 60 km/h. Und dann haben wir hier eine Streckengeschwindigkeit von 120. Sind wir jetzt gleich 130. So, jetzt mal aus dem Weichenbereich raus. Das kann mal beschleunigen auf die 130, die hier sind. Und dann kommen wir gleich 140 und wieder 160. Und dann geht jetzt hier auch der dreigleisige Abschnitt, wo wir auch schon mit der Regionalbahn hier in die Gegenrichtung gefahren sind. Aber da haben wir auch an jedem Halt gehalten, ne? Und sind nicht durchgerauscht. Durch alle Halte, wie wir jetzt. Weil wir halten bis Hamburg-Harburg ja nur noch in Winsen an der Ruhr. Alles andere rauschen wir ja durch. So, 140 sind jetzt hier erlaubt. Und hier sind auch die 160 schon. Also, gut. Hier geht es gleich so schnell mit der Geschwindigkeitshochstufung rauf. So schnell kann ich noch nicht beschleunigen. So, da haben wir einen Güterzug in die Gegenrichtung. Mahlzeit. War krass, die Güterzugauslastung hier. War jetzt schon der 4. oder 5. noch? Naja. Und da werden wir gerade übersprungen haben, da hier 20 Minuten in Uelzen, weiß ich ja nicht, wie wir da noch uns entgegengekommen sind. Oder uns auch noch überholt haben. Dann wären wir dann Uelzen hier auf dem Gleis standen, ne? An der Seite werden sie bestimmt noch Züge überholt haben. Aber ich glaube nicht, dass wir einfach gemacht haben, so, ja, dann fährt man 20 Minuten lang keinen Zug über die Strecke. Ich glaube, dafür waren wir viel zu viele Zug über die Strecke, als dass man einfach mal 20 Minuten, ne, mal sagen kann, nö, ist nicht. Und dann bei 154, also können wir noch ein bisschen fahren. Noch fast 15 Kilometer. Mal schauen, was da sich noch die Züge entgegenkommen. So. Jetzt sind wir hier gleich in Baudowick, wo wir durchfahren. Im
sehr nett hier auch eingerahmt von Lampenzwänden. Links Lampenzwand, rechts Lampenzwand. Aber ist ja auch gut. Wir tun auch mal die ganzen Anwohner jetzt des Nachts beim Schlafen so nicht unseren lauten Zuggeräuschen stören. Oder die Tiere. Oder die Tiere, ja klar, das gibt's ja auch. Was da dann aus? Irgendwelchen Artenschutzgründen. Ja, nicht aus Artenschutzgründen. Das ist nicht nur, weil es die Rechte gibt, sondern um den Tieren was Gutes zu tun. Ja, und um die Tiere zu schützen, gibt es ja die Richtlinien. Wir machen das dann gegebenenfalls auch schon muss. Genauso wie es auch erforderlich ist, dann wenn man zum Beispiel durch größere Waldstücke oder so durchfährt, dass es dann auch sogenannte Wildbrücken gibt, wo einfach irgendwelche Brücken, wo man sich einfach denkt, so die stehen einfach nur in der Gegend rum, aber nee, die ist einfach dann dafür da, dass einfach Tiere dann halt eben die Bahnstrecke überqueren können über diese Brücke. Das ist natürlich auch wichtig, wenn man da einfach das Revier der Tiere teilweise mit der Bahnstrecke durchschneidet, dass sie trotzdem noch von einer Seite zur anderen Seite rüberkommen können, sich überlegen können. Ich war tatsächlich mal auf so einer Wildbrücke, also die war dann halt nochmal abgegrenzt, also ein Teil der Wildbrücke, sozusagen so ein schmaler Weg, war auch nochmal mit einem Zaun abgegrenzt für Fußgänger. Das war eigentlich ziemlich schön, also da die war auch mit Bäumen gepflanzt und so. Und Wildbrücke. Kann auch sein. Also halt so ein schmaler Wanderweg. Fußweg oder so, der betoniert war. Ja, dann können halt eben Fußgänger und Wildtiere die Bahnstrecke passieren. Es gibt ja noch ganz andere offizielle Konzepte, wie zum Beispiel so Froschbrücken. Dass man unter der Straße einen kleinen Tunnel hat, wo dann Frösche durchhüpfen können an so Stellen, wo ganz viele Frösche unterwegs sind. Damit die nicht über die Straße drüber hüpfen müssen, ne? Unter denen dann. Weil an sich, es gibt ja an sich drei Optionen. Entweder die Frösche hüpfen über die Straße drüber und werden platt gefahren. Option 2, man baut links und rechts so Froschschutzzäune auf und sammelt halt eben dann die Frösche halt eben dort, wenn sie an den Zäunen warten, irgendwann mit einem Eimer auf und tut sie halt die andere Seite drüber setzen. Oder man macht halt eben solche Froschschutzzäune und hat dann eben dann so einen Tunnel, dass die Frösche einfach dann versuchen irgendwie, da ist das ein Zaun und dann kommen sie in den Tunnel rein und dann kommen sie am anderen in der Straße wieder raus aus dem Tunnel. Da gibt es ja die interessantesten Methoden, ne? Um Infrastrukturprojekte möglichst unbedenklich oder mit möglichst wenig Problemen halt eben für da Tiere, vor allem geschützte Tiere auch, ne? Zu gestalten. Um hier ein bisschen Fachwortgesülze. Okay, nehmen wir einfach das Wort. Ich muss ja für mein Biologie-Abitur vorbereiten. Genau. Nach der Biologie-Abitur. Wie nennt man denn das andere? Das eine ist Fauna und das andere ist? Flora. Genau. Fauna ist die Tierwelt und Flora ist die Pflanzenwelt. So, 154 haben wir Linsen an der Uhr. Gerade eben so durch Radbruch durch. Dem Ort haben wir auch schon eine lange Diskussion gewidmet. Ja, gibt es auch direkt eine Folge. Nee, ein Short ist es. Genau, ein Short ist es. Eine Folge ist es nicht, aber. Das heißt direkt Radbruch, könnt ihr gerne mal einfach kurz suchen auf dem Kanal, findet ihr das. Die Radbruch in Klammern vielleicht dann haben. Sein könnte. Ah ja. Und in der Folge haben wir dann noch erzählt, wie es tatsächlich sogar war. Was die Vermutung ist. Nicht so witzig, wie Tobias sich vorgestellt hat. So, noch 2 Kilometer. Dann sind wir schon in Linsen an der Lube. Da kommen auch direkt schon links und rechts die Lärmschutzwände für die Anwohner von Linsen. Wenn jetzt nachts Güterzüge durchrauschen, dann muss das ja nicht sein, ne? Dass man da die Anfrist bekommt. Nächste Station ist Winsen. Aber immerhin haben sie die ein bisschen schön bunt gemacht. Ja, genau, ein bisschen grün. Ein bisschen grün, ein bisschen braun, ein bisschen grau. Ja. Ist ja zum Beispiel, tut meine Windräder auch bunt, ne? Meistens ein bisschen grün anmalen. Wird sich da ein bisschen besser an die Landschaft irgendwie anpassen, damit es ein bisschen besser fürs Auge ist. Zweite Fahrgäste, der Ausschiff wird sich in Fahrtrichtung rechts.
Und da halten wir. Und Türen auf. Genau, da stehen wir einmal hier in Winsen. Ich muss sagen, von der Helligkeit noch geht's. Also das richtige Nachtfach kann man es nicht bezeichnen. Es ist nur schon ein bisschen düster. Es ist irgendwie ein bisschen zu viel Licht für die Farbe des Himmels, finde ich. Es kann vielleicht auch sein, dass Zusi gar nicht wirklich Nacht richtig unterstützt. Es ist einfach nur diese Färbung des Himmels hat und so vielleicht so leichte Helligkeitsänderung, aber es ist gar nicht auf die Helligkeit, gar nicht angedacht, dass man wirklich Nachtfahrten hat mit Helligkeit gefühlt gleich 0. Oder einer 0. So, 42 ist Abfahrt. Wir haben es auch 200, also pünktlich sind wir. Und das trotz, dass wir mit 2 Minuten Verspätung in Lüneburg losgefahren sind, ne? Weil der ICE da noch sich ans vorbeigemogelt hat. So, und trotzdem wäre pünktlich in Winsen da gewesen. Ich glaube, wir hatten 2 oder 3 Zwangsbremsungen zwischendurch. Gut, das werden wir gleich in der Auswertung sehen. Ja, das stimmt. Ja, die eine Zwangsbremse, die war ja im Stand und auch nur, weil ich den Fahrtrichtungswender rausgetan habe, weil ich auf eine Taste gekommen bin, auf die ich in der Realität einfach nicht kommen würde im Spiel. Also, die im Spiel schon kommen würde, aber in der Realität nicht, weil der Fahrtrichtungswender ganz woanders wäre. Aber, ja, die war ja auch im Stand, also da ist ja nichts passiert, denn das war einfach nur Zwangsbremse, weil ich halt einfach die BCP reingemacht habe und die das nicht leiden mag, wenn man die plötzlich einfach ausmacht und man den Fahrtrichtungswender rausnimmt. Aber technisch gesehen eine Zwangsbremse, praktisch gesehen, war sie ohne Bedeutung. Ja. Dann die eine Zwangsbremse war aus Dümmlichkeit bei dem roten Signal, weil ich die PCB wachsam und nicht die PCB-Befehl-Taste gedrückt habe. Ja, einmal die falsche Taste gedrückt, weil ich natürlich parallel noch labern und erzählen wollte. Ich habe mir darauf zu konzentrieren, dass die richtige Taste in die Hand nehmen. Man müsste mal eigentlich zählen, wie oft wir das schon gesagt haben, dass du, beziehungsweise du gesagt hast, dass du die Konzentration nicht hast, weil du halt parallel laberst. Also eigentlich kann man da rechnen 2-mal pro Folge, oder? Ja. Mit irgendwelchen Zugsimulationen. Weißt du noch unseren Zwangsbremsungscounter in TSW 2? Nee. Das ist aber für die Sprichliste geführt. Aber ich auch gar nicht, wie die Bilanz da aussah. Das ist auch schon zu lange her. Das ist hier ein Nachtzug oder irgendwas gewesen, weil das war ein ganz unterschiedlicher Wagen. Also das sah aus wie österreichische Nightjet-Wagen. In welche kommen noch Wagen von der PKP, also von der polnischen Staatsbahn und so. Das ist ein ganz, ganz seltsamer Zug gerade. Das war ein Nachtzug. So. Ich muss vielleicht mal runterscrollen, weil ich sehe gar nichts mehr. Aber jetzt sind wir in Asshausen, ne? Und Hamburg-Karburg haben wir dann auch. So, jetzt den kurzen viergleisigen Abschnitt zwischen Asshausen und Stelle. Nächster ist dann auch gleich Stelle. Und dann kommen wir am Anfang hier mal auf Maschen wieder vorbei. So. Wir haben weiter grün. So weit, so gut. Zug hier. Einmal so bremsen. Ich schwimme 160 km/h drüber. Schlimm, schlimm, schlimm. So, hier an der Stelle einmal. Ich habe zu groß aber jetzt gerade beim 158, ja, es sind noch 10 Kilometer bis Harburg. Dann von 160 km/h ja mal durchrauschen. Das sind jetzt aber jetzt hier links in den Schildern auf Maschen rüber. Krasse Konstruktion. Ja, wir müssen noch sehr viel Züge rein- und ausfahren. Deswegen jetzt natürlich dann Überwerfungsbauwerke.
wenn die Züge natürlich auch höhenfrei hier unsere Strecke kreuzen können. Wäre ja doof, wenn jedes Mal erstmal hier die Bahnstrecke blockieren, wenn hier ein Güterzug rein und rausfahren möchte, weil er erstmal hier über alle Gleise drüber hubbeln muss. Wäre es ja besser, wenn es da einfach so ein Überwerfungsbauwerk gibt, der die Bahnstrecke hier höhenfrei kreuzen kann. Bahnhof von Maschen. Dann haben wir noch Meckelfeld und dann sind wir auch schon am Bahnhof. Ja. Dann sehen wir hier einmal das Chaos an Oberleitungs- und Laternenmasten da. Ich finde hier Bahnhof mit inzwischen noch Mengen Gleise und Züge. Und dann steht man noch, muss auch gut ausgeleuchtet sein, weil da zu jeder Tages- und Nachtzeit im Deutsch unterwegs sind, die halt Wagen umkuppeln, hin und her rangieren, schieben, beladen, entladen und sowas. Deswegen muss da immer gut ausgeleuchtet sein alles. Deswegen sieht man auch dieses riesige Meer da an Lampenmasten. Und auch dieses riesige Meer an diesen ganzen kleinen roten Rangiersignalen, die da rumstehen. Die ganzen Rangierfahrten noch alle signaltechnisch abgesichert werden können. So. Weiterhin rauschen. Alles immer gelb, wir haben auch mal grün natürlich. Schließlich sind wir auch pünktlich. Meckelfeld. Dann bei 343.3, davor kommt aber noch ein Streckenwechsel. 168.7 ist der Bruch zu 342.6, also könnten wir sagen, bei 343.1, also sagen wir 343 ist der Halt. Quatsch, bei 169 ist der Halt. Ungefähr. Also mehr als 169, also bei 168 kann man nicht bremsen. Also wir werden es eigentlich schon sehen. Den Bahnhof von Harburg sieht man ja. So, ich glaube, hier kommt jetzt gleich einmal, geht es runter 25, kann ich schon mal ausrollen. Wir sagen wir als Kenntnis gerade noch. Hier haben wir die Strecke aus Bremen, die jetzt gerade zu uns gesellt hier links, die auch von der Brücke kommt. Genau, hier haben wir jetzt einmal gelb sogar. Sehr geehrte Fahrgäste, wir reisen in Seelen, Hamburg-Harburg. Dort haben Sie folgende Anschlüsse. Der ICE 10-19 nach Köln Hauptbahnhof um 20.57 Uhr von Gleis 3 und die S3 nach Buxtehude um 21.03 Uhr von Gleis 12. Bitte beachten Sie auch die Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Das Team des Metronoms wünscht den Fahrgästen, die hier aussteigen, noch einen schönen Abend. Passengers for Hamburg Central Station, please stay on the train. Unter 120 runter. Ich habe ja gesehen, dass es hier wieder auf grün gesprungen ist, das Signal. Von rot auf grün. Wieso habe ich denn aufgehört, weiter zu bremsen? Ach, Mann. Wie war das? PZB ist ja, dass ich mal zensiert habe in der Folge. Einmal mit rund um die Gegenrichtung. Manchmal ist die PZB schon sehr, sehr laut. Nächste Station ist Hamburg-Harburg. Das ist schlimm, schlimm, schlimm. So. Der ausspielt sich in Fahrtrichtung links. Passengers for Hamburg Main Station, please stay on the train. Natürlich auch sagen, dass irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, einfach nur Hamburg irgendwie hören, denken, die müssen hier raus, obwohl sie zum Hauptbahnhof wollen. Weiß ich auch gar nicht, ob das sogar schon die Zugleiterin oder Zugleiter gesagt hat.
dass die Leute hier im Zug bleiben sollen. Weiß ich ja gar nicht. Aber lieber sage ich es auch nochmal. Doppelt hält besser. Ist doppelt sicher, ne? Türen sind wieder zu. Wir mussten gerade mal kurz den Cut machen, weil wir was bereden mussten. Es ist ein bisschen schwierig, wenn man hier parallel versucht, noch einen Livestream zu planen, den der gestern dem war. Wenn ihr jetzt, weil wir jetzt gerade aufnehmen, ist jetzt in jedem Moment gleich der Livestream, deswegen. Ach, die Türen sind. Heute alles ein bisschen Planungstechnik, dieses Chaos, mehr dazu im Livestream. Ja. Den ihr euch natürlich im Nachhinein immer noch angucken könnt, glaube ich, oder? So, grad, ja, genau. Ich hätte gerade die Türfreigaben noch nicht rausgenommen, deswegen konnte ich gerade nicht losfahren. Aber wie gesagt, wir fahren jetzt noch ganz kurz bis zur Brücke da. Und dann übernimmt der Kollege für die letzten, keine Ahnung, 1-2 Kilometer zum Hamburger Hauptbahnhof. Deswegen, ja, immer noch schade, dass der letzte kleine Streckenabschnitt des Hamburger Hauptbahnhofs nicht dargestellt ist, aber was will man machen, ne? Was wir wissen ist, dass hier das gelbe Signal kommt und wir jeden Moment fertig sind, euch und euch einmal im Schnelldurchlauf die Auswertung ansehen werde, damit wir dann gleich direkt zum Livestream weiterheilen können. Und Trommelwirbel. Die Auswertung kommt jeden Moment. Und zwar jetzt. So, wir sind dreimal zu früh abgefahren. Ach, was weiß ich. Fünfmal Zwangsbremsung, eine Verspätung maximal, achtmal zu stark gebremst, zehnmal Türfreigabe vergessen, das würde ich bezweifeln wollen, 62% Abzug für die Geschwindigkeitsüberschreitungen, ja, Fahrtenschreiber. Wir waren immer wieder mal zu schnell. Hier sind wir über 100, fast 170 gefahren. Da hat uns dann einmal der Zug runtergebremst, ja. Hatte ich immer ein paar Spitzen gehabt. Jetzt gerade zuletzt war ich ja richtig schlimm, da habe ich ja gar nicht mehr drauf geachtet, da bin ich ja nur zu schnell gefahren. Hier hatten wir auch ein paar Spitzen zu viel, ja. Ansonsten war das halbwegs solide, die Fahrt hier. Nochmal schöne Abschlussfahrt für die gesamte Strecke hier. Und ja, dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen bei diesem Let's Play, dieser Folge. Hoffe, das Ganze war eine halbwegs würdige Abschlussfolge. Und ja, vielleicht gibt es nochmal eine zweite Staffel, wenn es ein neues Update gibt mit neuen Strecken. Jetzt gab es ja im letzten Update gab es ja auch noch einige Streckenerweiterungen sofort. Vielleicht schaue ich mir da noch ein paar Sachen an mal. Mal sehen, man sieht sich bestimmt ein zweites Mal im Leben. Und sei es bei einem anderen Projekt auf unserem Kanal, was uns natürlich auch sehr freuen würde, wenn ihr da vorbeischaut. Und mit diesen Abschlussworten, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.